Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown und Daily Shop News mit mir, dem Herrn Bleich. So, wir schauen jetzt erstmal wieder in den Kommentar. Da haben wir von Maxi Max einen Kommentar. Freust du dich auch schon auf A Dick Trumble? Jo, naja, da ich momentan noch nicht so viele Addict-Karten habe, bin ich jetzt nicht so wirklich glücklich darüber, aber gut, eine Woche dauert es jetzt noch ungefähr, dann ist der nächste Rumble wieder am Start. So, dann gucken wir mal rein in den nächsten Kommentar, beziehungsweise den, das sage ich so, von Pet 2003. Also wirklich, wie gesagt, nicht böse sein, Pet 2003, aber da musst du noch ein bisschen Erfahrung sammeln in dem Spiel. Ansonsten macht das wirklich keinen Sinn, in Gilde 1 schon gar nicht. Ja, da könntest du ja gar nicht rein, weil wir ja dann Minimum Arena-Level haben. Und Gilde 2, auch da, ich meine, wir sind mit Gilde 2 in der Top 200 immerhin. Und die Gegner dort sind, ja. Also da haben Leute bei uns Probleme, die nur 30 Lechis haben oder sowas, ja. Also die kriegen dann schon nicht so viele Pünktchen zusammen pro Rumble-Match. Und mit nur gerade mal 9 Lechis, das macht noch keinen Sinn. Soll ja nicht heißen, dass das nie was wird. Spiel einfach mal einen Monat länger. Und dann denke ich, kannst du schon so weit sein, dass das funktioniert. Ja. Es gibt auch welche, die sind super schnell und dann haut es gleich richtig rein. Aber in der Regel, sage ich mal, musst du ein bisschen Erfahrung noch sammeln. Also kein nicht böse sein. So, dann gucken wir jetzt hier mal rein in die Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Da ist immer noch die Peggy drin. Und dann gehen wir mal in den Shop. Und im Shop haben wir nach wie vor die Mythic Farnsworth Box. Die ist natürlich auch ziemlich geil. Also, aber ja, man muss halt dann schon ganz schön lange sammeln, ne? Dass da was Gescheites bei rauskommt. So, und heute kam keine neue Box mit hinzu. Jetzt bin ich gerade irritiert. Normalerweise ist donnerstags abends immer eine neue Box da. What? Wo ist die Box? Leute, ihr habt die Box vergessen. Was? Naja. Also, jetzt bin ich ein bisschen geschockt, aber na gut, was willst du machen? Ja. Dann gehen wir doch mal in die Meisterschaft rein. Und dann schauen wir uns die Kombos von heute. Ehrlich, keine Box heute da. Strange. What is going on here? Where's my box, man? Das hab ich. Kann doch nicht wahr sein. Also gut. Jo, dann würde ich mal sagen, dann schauen wir uns mal die erste Kombo an. Die erste Kombo ist Girls Being Girls. So. Und so sieht die aus. Da haben wir einen Gene und einen Turn in Jeff zum Beispiel, Boys for Now, also quasi Musikkarten. Ja. Die einzig wirklich sinnvolle Kombo, die es da gibt, ist hier mit dem Turning Jeff aktuell. Also wer einen Turning Jeff bei sich im Deck hat und einen Eugene Belcher und zu viel Gems, da könnte es sich lohnen. Ja, ist auf jeden Fall eine starke Kombo, muss ich echt sagen. Aber leider der Schwachpunkt bei dieser Kombo ist eben die mangelnde Anzahl an Möglichkeiten. So, dann schauen wir mal hier rein in die nächste Kombo. Das ist dann hier der Wyatt Stewie. Jo, und der Wyatt Stewie, den werden die meisten noch gar nicht gesehen haben, noch nie gesehen haben. Der wird mit Espresso gespielt
oder eben mit Slurm. Und dann sieht er eben so aus. Ne? Und wenn man sich jetzt mal anschaut, den Wired Stewie, also der Slurm tut dem Stewie scheinbar nicht gut. Ja, ich meine, kann man verstehen, Kinder und Slurm. So, also Stewie, vorher hat er noch hier 13 Punch in der Mythic-Version, 17 Leech und da oben siebenfach Schild für alle, was eigentlich schon echt stark ist. Und danach, ja, kann er nur noch 11 Leben mit hinzubekommen, wenn irgendeine andere Combo gespielt wird. Alle anderen Effekte sind weg. Also, der ist jetzt nicht wirklich berauschend. Ja, also, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Also, die Combo für 500 Gems, die ist für die Peripherie. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Jetzt haben wir den Sensei Ryan als nächstes. Und den Sensei Ryan, den spiele ich ab und zu mal schon. Selten, aber schon ab und zu mal. Vor allem, wenn ich einen Push nach rechts oder links brauche. Momentan aktuell mehr in Fighter-Karten. Und ja, dann noch hier motivieren. Alle motivieren. Also der ist schon nicht schlecht, sage ich mal. Ja. Den kann man sich holen, muss man aber nicht. Macht die Combo ist schon nicht schlecht, also wie gesagt, aber sie wird eher selten von mir gespielt. Also da muss schon wirklich, eh schon, ich jetzt mir das angucke hier nochmal, sechsfach Diamond Crusher. Also muss ich mir überlegen, kann gut möglich sein, dass ich mir die hole. Weil, wenn ich mir das jetzt anschaue, plus 10%, ja, schlecht ist es nicht. Aber gut, muss man mal schauen. Also ich bin mir jetzt selbst auch unsicher aktuell, ob ich das machen soll oder ob ich es nicht machen soll. Das werde ich mir noch heute Nacht überlegen. Dann morgen im Laufe des Tages muss man mal reinschauen. So, als allernächstes dann, oder als letztes, last but not least, na doch, least, naja, der Wild Stewie ist noch schlechter, ist eine Brian-Combo, nennt sich Playwright Brian, und das Ding ist halt, ja, ist mit Kunstkarten hier, Brian mit Kunstkarten, und wie ihr seht, das ist für die Füße. Ja, lohnt sich also nicht wirklich. Würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat oder geholfen hat, dann lasst mal ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Freu mich immer über eure Kommentare. Ich lese die auch alle. Ja, wer es noch nicht getan hat, wäre cool, wenn ihr da mal so auf das Abo da unten klicken könntet. Und eventuell danach noch gleich die Glocke betätigt für Benachrichtigungen, wenn wir neue Videos live geschaltet haben. Und schaltet's nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir, dem Herrn gleich. Wenn jetzt noch ein paar Videos kommen, Rumble nach wie vor, Siege-Videos, Pack-Openings und so weiter, haben ein bisschen später angefangen mit dieser zweite Jahres. Woche. Congregate hat euch ja nicht so viel dafür gegeben, aber ich werde jetzt nach wie vor, jetzt kommt ein Video nach dem anderen und ich hoffe, die Animation Throwdown Fans unter euch kommen auf ihre Kosten. Also wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Na, macht's gut, bis dann und tschüss.